Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Heisi Baut, hier bei Heisenberg Zockt. Nein, natürlich Castle Flipper. So, wir haben im Prinzip jetzt alle Häuser hingestellt, die 10 Stück, die wir brauchen. Jetzt haben wir ein kleines Problem, nämlich wir brauchen noch 50.000 Flipper. Ja, Flipper, das ist Geld hier. 26.000 haben wir. Da fehlt noch ein bisschen was. Gut, jetzt, wir können eigentlich nichts machen, das ist eben das Blöde, wenn wir so sparen müssen. Weil hier weiterbauen kostet Geld. Wenn wir da hinten die Puzzles machen würden, um neue Gegenstände freizuschalten, auch das kostet Geld. Und hier können wir, glaube ich, nur den Namen ändern etc. Ja, das ist gerade ein bisschen doof. Aber was wir natürlich machen können, ist gucken, dass wir hier aufräumen. Ein bisschen rumlaufen, das Ganze genießen. Ich hoffe, es geht ein bisschen vorwärts mit der Kohle. Das Problem ist natürlich auch, man kann in dem Sinn nicht spulen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie schneller stellen oder sowas, wie in anderen Spielen. Das geht leider nicht. Und eben Häuser einrichten und, das ist halt auch schwierig. Aber was ich noch kurz mache nachher... da fehlt noch was. Jedes Mal übersehe ich was. Wo ist denn hier noch etwas? Bewegung, Bewegung. Nein, nein, nein. Da haben sie nochmal ein bisschen Heu hinters Bett gestellt. Warum auch nicht? Jedem das Seine, mir das Meine. Na, 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 nein. Okay. Wir arbeiten ja gerne und das auch gerne kostenlos. Hier ist noch, okay, liegt noch irgendwo Kohle drin, ja. Da, hier, das nehmen wir schon mal mit. Dann haben wir 26,8, ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie heißt es so schön? Das war die falsche Seite. Da fehlt noch die Hälfte, genau, da muss ich dann nochmal kurz gucken. Das ist eh das, was ich gerade ansprechen wollte. Dass wir bei unserem anderen Haus dort hinten nochmal schnell schauen, denn da hieß es, dass irgendwo eine Tür oder etwas nicht bemalt ist und dass deswegen wahrscheinlich das Haus nicht, vermietet werden kann. So. Weil ich möchte jetzt nicht irgendwie 3 Folgen lang, muss ich gestehen, hier den Abfall aufräumen und sonst kann man nichts machen. Das fände ich dann doch ein bisschen mühselig. Auf der anderen Seite, da fehlt wieder was. Auf der anderen Seite, ich möchte halt unbedingt wissen, was passiert, wenn wir König sind. Weil irgendwas muss da ja noch kommen. Ach ja, stimmt, hier haben wir das Mäuerchen, ja. Aber auch das kostet halt. Also wenn wir jetzt hier überall Zäune hinstellen würden, wollen, täten, das kostet wieder. Dann sind wir noch weiter weg vom Geld. Okay, hier ist okay. Jetzt habe ich aber irgendwo doch nochmal ein rotes Schild gesehen. Ja, genau. Liegt hier noch Geld drin? Genau, teilweise vergesse ich auch das Geld rauszunehmen. Das ist natürlich das Blödeste, was man machen kann, wenn man im Prinzip darauf hinspielt, dass man eben Geld hat, um sozusagen die Quest zu erledigen. Da fehlt noch was. Ich habe es geahnt. Hier hinten, genau. Dieses blöde Brett war noch da. Da ist nochmal was. Come on. Liegt wieder irgendwo Stroh? Ja, hier so ein Tuch. Jetzt ist okay. Machen wir Türe zu. Geld haben wir rausgenommen. Hier hinten, da liegt Geld. Schnapp. Hier liegt Geld. Schnapp. Wir sind da bei 28.000. Ja, es geht schon voran. Aber eben jetzt dieses Häuschen. Jetzt muss ich mir das mal nochmal ansehen. Wo soll denn hier irgendwo eine Wand oder irgendwas fehlen, was ich nicht bemalt habe? Also hier sieht man doch ganz klar, dass alles bemalt ist. Könnt ihr das sonst bitte nochmal in die Kommentare schreiben? Das gibt's doch nicht. Eben. Das ist bemalt. Hier haben wir ein Fenster drin. Hier haben wir ein Fenster drin. Was auch noch gesagt wurde, ist, vielleicht fehlt ein drittes Fenster. Wir haben 3 Fenster. Hier, 1, 2 und 1 hier hinten. Sehe ich schon richtig soweit. Jawohl, da haben wir sie. Und das Dach? Ja, das ist auch drauf. Also ich verstehe tatsächlich nicht, was hier nicht funktioniert. Wisst ihr, was wir mal machen? Wir stellen mal einfach damit, oder weil wir es können. Ihr ahnt es wahrscheinlich, genau, ein Gerüst. Hin. Wo waren leider mal die Gerüste? Bei Verschiedenes und dann bei Sonstiges, genau. Also. Mal ein bisschen drehen. So, einmal so, da müsste ich eigentlich aufs Dach raufkommen. Das ist eigentlich die Grundidee des Ganzen. So, einmal rauf. Aber nicht so krumm. Ja, geht auch. Gut, zack, jetzt sind wir drauf. Hier, das ist doch ein hundskommunes, sagt man auf Schweizerdeutsch, Dach. So wie man Dächer kennt. So mit Giebel und Dach und Ziegel und Zeugs. Oh cool, jetzt können wir hier aber ein Haushopping machen. Oh ja, wenn ich die Taste erwische. So, schon wieder unten. Naja, ich wollte noch einmal kurz aufs Dach gucken, ob da irgendwie was begraben ist. Das gibt es doch tatsächlich nicht, dass das nicht geht. Oder geht es jetzt plötzlich? Nein. Gut, hier stimmt die Hausfläche nicht.
Oh, man sieht ja die Anwärter, die Mieter, die potenziell, die wechseln auch. Weil jetzt haben wir niemanden mehr, der das Haus möchte, weil die wollen alle eine größere Fläche in dem Sinne. Jetzt ein weiteres Haus hinstellen für die Leute. Das kostet uns jedes Mal wieder, dann kommen wir dem Ziel nicht näher. Ja, gut, wir können ja nochmal zum anderen Haus gehen. Wir haben ja noch eins, das nicht vermietet wird. Und während wir da hingehen, gucken wir schnell, ob wir nicht irgendwo wieder nochmal mit dem Putzlappen durch müssen. Doch, ich sehe es ja schon. So, Geld schnappen. Irgendwie witzig, das ist überall der gleiche Unrat. Aber das liegt natürlich prinzipiell daran, dass wir wahrscheinlich nur den Unrat haben im Spiel drin. Und nicht, dass die irgendwie alle gleich gepolt sind hier, die Leute. Wobei, das sind sie vielleicht ja auch. Hier ist aber arg was los. Ja, aber man entwickelt auch hier eine gewisse Routine, dass man die Sachen dann wegkriegt. Und die Musik ist halt einfach schön. Also die genieße ich immer wieder. So, ist hier noch was? Jawohl. Nehme ich Geld. Geld und Unrat. Okay, das ist der Zuber, den müssen wir stehen lassen. Aber hier noch irgendwie so ein Sargdeckel auf dem Bett, auch nicht schön. Passt. Und sonst hier vorne. Ja, auch hier nochmal. Einfach das Geld nicht vergessen. Das ist wichtiger wie alles andere, was wir jetzt gerade machen. 30.000 haben wir immer noch nicht. Wie können wir denn auf die Schnelle Geld verdienen hier? Im Prinzip gar nicht, mit Vermieten und mit Quests. Aber wenn wir hier gucken, bei der Tafel ist... Ja, da ist Feierabend. Hier gibt es nichts zu tun an Quests. War ich hier schon mal? Ja, mit Sicherheit. Was ist hier drin gleich nochmal? Handeln. Ach so, okay. Ja, das könnten wir natürlich machen. Wir könnten Holz verkaufen. Habe ich das nicht schon mal versucht und irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert? Wählt das Material aus. Wir hätten gerne das hier und davon. Ach so, genau, mit dem Schieberegler funktioniert das. 100 Holz gäbe 500. Das können wir machen. Und wie schließe ich das gleich nochmal ab? Handeln. Zack. Das Holz ist weg. Haben wir hier wirklich die 500 gekriegt? Ich glaube ja. Gut, dann haben wir noch Steinchen. Da würde ich halt auch mal nicht gerade massenhaft Steine weg. Achso, ich muss sie da erst auswählen, genau. Na, komm, bewegt sich nicht. Doch, jetzt. 36 Steinchen. Das sind 40, das gäbe 400. Ja, das können wir auch machen. Ja, dann sind aber 30.000. Also das funktioniert tatsächlich auch. Gut, das Problem ist, wir können Holz und Stein in dem Sinne nicht selber herstellen. Das müssen wir auch wieder oben bei den entsprechenden Händlern sozusagen holen, beziehungsweise selbst klöppeln, und das kostet halt auch wieder. Das können wir nicht kostenlos machen. Hier ist klar. Ja, da machen wir die Puzzles. Ich kann ja mal schnell gucken, was das kostet. Wobei, das bringt nichts. Weil wir brauchen nicht Gegenstände. Boah, 7.000. Nein, schnell raus. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen keine Gegenstände. Wir brauchen ja eine Lösung, warum das eine Haus dort nicht funktioniert. Aber jetzt wollte ich ja zu dem hier hinten noch schnell. Also hier mal schnell gucken gehen. Bei unserem Musterhäuschen. Und während wir das machen, gehen wir wieder schnell überall durch die Häuser durch. So, und ich sehe ja oben, wie sich das entwickelt mit dem Geld. Also wenn wir es dann tatsächlich so haben, dass wir hier nicht richtig vorwärts kommen, dann werde ich im Off mal noch ein bisschen spielen. Und entsprechend das ja, überspringen. Weil sonst sind wir hier wirklich einfach 2-3 Tage damit beschäftigt aufzuräumen. Das kann es ja auch nicht sein. Es geht ja primär wirklich darum, da ist noch was. Na, jetzt. Dass wir ans Geld drankommen. Jo, hier ist okay. Dann habe ich gesehen, hier hinten ist auch schon wieder blau. Rot meine ich. Rot war's. Von wegen bitte putzen. Da ist kein Geld, okay. Hier nochmal schnell schauen. Ist hier irgendwo was Rotes, was einem gerade ins Auge springt? Ne, ist grün. Gut, dann wären wir hier. Hier kriegen wir ja auch keinen rein. Oder hat sich das geändert? Nein. Und zwar, weil hier fehlen für ihn Regale. Hier wäre alles okay, da ist der Zustand des Hauses wieder nicht okay. Und ihm fehlen Stühle. Aber ich würde sagen, an sie könnte man es vermieten. Sie wäre glücklich, sie möchte 11, ja, nicht 11 Zimmer, 11, Böden, Boden, Einheiten, Kollegen, Dingens. Und 11 haben wir. Und Hauskosten etwa das Fünffache oder Vierfache zumindest. Ja eben, dann müssen wir halt doch nochmal. Wir gehen nochmal rein. Und gucken uns das wirklich nochmal in Ruhe an. Also hier ist soweit alles okay. Wir haben hier eine Tür.
Dann haben wir hier. Das ist doch auch alles okay. Das ist alles angemalt. Das Badezimmer. Decke haben wir. Angemalt haben wir. Ja, hier ist auch nichts. Oh, hier. Nee, das ist halt eine Holzwand. Das kann natürlich... Moment, jetzt gucke ich mal schnell. Das bemalen wir mal schnell anders. So, Stein. Ich glaube nicht, dass das jetzt was ausmacht, aber ja, wer weiß es schon. Hier, da fehlt was. Zack. Okay, da habt ihr recht gehabt. Ihr habt ja eben mehrfach geschrieben, dass irgendwo bei einer Tür noch die Bemalung fehlt. Und das war genau hier. Gut, das hätten wir. Aber jetzt bin ich ja gespannt, ob es wirklich noch an dem gelegen hat. Das werden wir gleich wissen. Wir düsen mal raus. Sicheren Schrittes mit dem Pfadfinder gehen im Anschlag. Ja, denkste. Zustand des Hauses ist immer noch käsig. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Eben das Dach passt doch. Wir haben ja hier immer noch unser Gestell. Ja, das ist ein normales Dach. Ich finde es äußerst interessant und gelungen sogar, dieses Dach. Gehört das hier alles dazu? Das ist schon ein Riesenhaus. Das gehört definitiv alles dazu. Hier hinten auch noch. Und hier ist doch auch ein Dach drauf. Ja, teilweise verstehe ich es nicht. Irgendwo war noch was oder war noch die Rede von Säulen. Wo haben wir Säulen und warum? Irgendwie kann ich mich dunkel erinnern, dass ich mal irgendwie noch was gemacht habe. Stimmt, aber wo war das denn? Aber das kann ja auch nicht sein, dass man ohne Säulen... Also was ich halt gemeint habe von wegen... wie soll ich sagen... In den Kommentaren hieß es, ja, Heisi, wenn du halt nicht richtig machst, blablabla, so in dem Stil. Ja, logisch, nur, wie soll ich denn wissen, was ich machen muss? Ich bin nicht Innenarchitekt und das war ich auch nicht, als ich im Mittelalter gelebt habe. Nein, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Das Spiel erklärt mir ein bisschen zu wenig. Also wenn ich einen Fehler mache, dann müsste eine Meldung kommen, meiner Meinung nach. Weil ich verstehe nicht, was das Spiel jetzt hier bei diesem Haus von uns möchte. Dahingehend, dass wir dieses Haus einfach nicht vermieten können. Wir haben ein Dach, wir haben alles. Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich schon bald wieder zu den anderen Häusern. Habe ich das Gefühl. Gut, also eben diese Wand, die haben wir jetzt gefunden, die haben wir bemalt. Daran lag es nicht. Das muss an etwas Gröberem liegen. Aber eben, wenn mir das Spiel halt nicht sagt, an was, dann kann ich es auch nicht richtig machen. Weil ich weiß nicht, was nicht okay ist, wenn es nicht geschrieben wird. Wir haben Fenster, wir haben Türen, wir haben alles. Und es geht halt trotzdem nicht. Geld, Dankeschön. Geld, Dankeschön. Ja, da sind wir schon bei 32.000. Ich habe halt einfach ein bisschen tatsächlich Angst, dass wir nur die 50.000 haben und uns dann fröhlich auf unser Thron setzen, dass dann kommt, herzliche Gratulation, Sie haben das Spiel gewonnen. Fertig. Das wäre äußerst fies, muss ich sagen. Ja, hier nochmal. Da kriegen wir tatsächlich überall nochmal Kohle. 32.900. Ja, ebenfalls. Hier müssen wir aber auch noch mal kurz rein. So, nimm mit, was nicht angenagelt ist. Zum Beispiel auch die leeren Flaschen, ganz klar. Das gibt ja vielleicht sogar noch Pfand. Gab schon ein Pfandsystem im Mittelalter? Kaum. So, Geld habe ich rausgenommen, jawohl. Dann haben wir noch mal einen Kollegen. Schnapp, schnapp. Müsste eigentlich passen. Jawohl, tut es auch. Und hier nochmal Kohle. Und da ist es grün. Passt. Hier ist auch grün. Hier ist auch grün. Und hier ist halt gar nichts. Das kann nicht sein, dass hier irgendwie ein Fenster fehlt nochmal. Wisst ihr was? Ich mache mal Folgendes. Kann ich das hier einreißen, ohne dass mir das Dach auf den Kopf fällt? Ja, geht offensichtlich. Weil dann machen wir hier nämlich ein Fenster rein. Mal gucken, ob es daran liegt. Wenn ich halt nicht rausfinde, woran es liegt. Dann muss ich halt wahrscheinlich einfach ein bisschen testen. So, Fenster haben wir. Gleich mal bemalen. Zack, mit dem hier. Dann Fenster rein. Das können wir auch von der Seite her natürlich machen. Nehmen wir ein teureres oder ein moderneres. Okay, würde passen. Fenster haben sie. Und jetzt? Ja, daran liegt... Ach so, nee, jetzt habe ich natürlich vergessen. Wir können das Haus in dem Sinn eh nicht mehr vermieten. Weil die Grundfläche ja nicht stimmt. Aber wisst ihr was? Wir können doch hier die Grundfläche noch ein bisschen erweitern. So ist es ja auch nicht. Also ich meine, versuchen wir es doch einfach. In welche Richtung? Also wir bräuchten nochmal zwei zusätzliche Elemente, dann hätten wir auch sechs. Stimmt das so? Ja, das sind vier.
Was soll denn für mich heißen? Du kommst mal weg. Aha, das verschwindet dann. Ja, hier können wir abreißen. Batz, einmal weg, Batz, einmal weg, Batz, einmal weg. Dann brauche ich Fundamente. So, mal gucken, ob wir es vielleicht halt verkaufen können. Beziehungsweise vermieten. Wenn dann tatsächlich, jetzt ist hier nochmal eine Zwischenwand. Ja, die habe ich aber halt mit viel Liebe gesetzt, weil ich finde es gar nicht schlecht, wenn hier eine Zwischenwand ist. Aber vielleicht stört ja auch die. Das ist halt das, was ich meine. Also, wenn man halt nicht mitgeteilt kriegt, wo das Problem ist, ist halt schwierig rauszufinden. Ja, wo das Problem ist. Die machen wir nochmal ein Fenster. Und zwar, ja, machen wir hier ein Fenster. Moment. Dann machen wir hier ein Fenster. Und dann gibt es hier zwei normale Wände. Wand hier, Wand da. Sehr gut, Boden haben wir. Dann können wir im Prinzip rein. Das hätte ich mal besser gemacht vorher, aber es geht ja auch jetzt. So, wir haben hier Holz gehabt. Ich weiß nicht mehr welches. Ich nehme mal dieses. Ja, ist sogar richtig. Und die Wände, das sieht dann doch eher nach Stein aus. Kollege Stein. Bist du Stein? Nein, hier haben wir feinen Putz. Jo, passt. Ein Dach fehlt natürlich. Machen wir gleich. Kollege Dach, Dach, Dach. So und so. Sehr gut. Auch das wieder bemalen. Müsste passen. Oh, wobei. Wir müssen natürlich nochmal gucken. Man sieht aber, dass es ein Anbau ist hier. Wir müssen natürlich nochmal gucken. Doch, aber guck mal. Das ist doch ein Haus. Mit vielen Fenstern und so weiter. Apropos Fenster. Die müssen wir natürlich noch reinhängen. Hier Stahl, Stahl und hier hinten haben wir glaube ich auch nochmal. Ne, da haben wir nichts mehr. Da haben wir ein Fenster, das ist aber okay, gut. Wir müssen natürlich die Bedürfnisse noch betrachten, schnell. Ach, bei ihr wird schon passen. Okay, das ist interessant. Jetzt ist der Zustand des Hauses plötzlich okay, dann haben wir 11 Mieter. Sie bezahlt 20, also eh mehr als er. Dann würde ich sagen, jawohl. Vermietet, dankeschön. Gleich mal die Kohle schnappen. Wir sind bei 33.000. Wir sammeln nochmal die Kohle ein, die hier rumliegt. Ja, jetzt müssen wir nochmal putzen. Haben wir es doch noch hingekriegt. Aber halt nur. Ja, jetzt bei diesem neuen Haus, bei diesem allerersten, dem großen, da stimmt immer noch irgendetwas nicht. Ich bin da ein bisschen geneigt, das vielleicht nochmal irgendwie ja nicht gerade abzureißen. Aber dass wir da nochmal ein Teil abreißen und gucken, ob es dann geht. Weil irgendwie muss es ja gehen. Oh. Der Löwe. Huch. Dankeschön. Ja, da liegt überall die Kohle rum. Da muss man nur zugreifen. 35.000. Ja, jetzt wird aber langsam ein Schuh draus. Hier war es rot. Dann würde ich gerne meinem Job nachkommen. Damit auch beim nächsten Mal noch was liegt. Oder wieder was liegt. Müsste passen. Na, ja, denkst du. Da, Stroh. Da, eine Flasche. Aha. Ja, jetzt aber. Gut, noch mal eins weiter. Wir können auch mal rennen zwischendurch. Ich glaube, das kriegen wir schon noch hin. Da muss ich nicht mal was im Off machen. Jetzt sind wir doch schon bei 36.000. Also es geht voran. Und man sieht ja, man hat immer ein bisschen was zu tun. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier rumstehen und uns langweilen und darauf warten, dass wir das Geld kriegen. Ja, müsste ja auch schon okay sein. Na, haben wir es grün. Jawohl, Geld habe ich rausgenommen. So, hier nochmal. Jawohl, Geld. Und dafür kommt der Plunder weg. Da ist immer in der gleichen Ecke das gleiche Dingens. Das gleiche Strohteil. Weiß auch nicht, was die dort hinten machen. Aber das muss ich auch nicht wissen. Ich bin ja nur der Vermieter. So, den noch. Ja, passt. Was haben wir an Geld? Oh, 37.000. Ja. Oh, haben wir neue Wettereffekte drin? Ich würde mal sagen, so langsam müsste es dann aber passen. Jetzt in Ordnung, der noch weg. Okay. Ja, passt. Habe ich immer vergessen, Geld abzuholen. Nee, aber das ist wieder das Häuschen, das so nicht funktioniert. Ich weiß halt nicht, ob nicht vielleicht irgendwie pro Anzahl Fläche eine Anzahl Fenster vorhanden sein muss. Das weiß ich nicht, weil es nirgends stand. Deswegen kann ich das nicht korrigieren. Wir können höchstens das Dach nochmal abreißen und gucken. Haben wir noch irgendwo rot? Nein, das wäre im Moment alles okay.
Wisst ihr was? Wir nehmen das Dach nochmal weg. Weil wenn wir es nicht vermieten können so, dann können wir es so nicht vermieten. Dann müssen wir es so nicht lassen. Und ich glaube, das Abreißen sollte eigentlich nichts kosten. Hüpf. Oh, nein, nicht die Wand abreißen. Jetzt habe ich die Wand abgerissen. Naja, gut. Halb so wild. Wir sind eh am Renovieren. Was soll's. Ich wollte eigentlich nur die Dächer. Aber vielleicht liegt der Wurm ja doch auch noch irgendwo anders begraben. Ist eigentlich jammer schade, das Ding jetzt wieder abzureißen hier. Ich fand's mit dem Dach tatsächlich relativ cool. Aber tja, wenn es nicht geht, geht's nicht. So, wir gehen mal schauen. Wie sieht das jetzt aus mit irgendwelchen Wänden, Zwischenwänden? Da stand auch mal noch, du hast dort halt eine Zwischenwand. Da kann man doch kein Dach bauen. Ja, warum denn nicht? Also, wo stört denn eine Zwischenwand beim Dachbau? Verstehe ich irgendwie auch nicht. Aber egal, ja, hier ist eine Zwischenwand. Aber das muss eigentlich so sein. Oder wir wollten das zumindest so. Soll ich die mal wegnehmen? Ich nehme die auch mal weg. Wie gesagt, jetzt müssen wir halt testen. Hilft ja nichts. Wir haben 38.000, das heißt, wir werden demnächst... Wir haben halt auch eine Wand. Kann es sein, dass das Spiel solche Wände nicht mag? Dass wir Zimmer machen? Dass wir das ganze Haus in Zimmer unterteilen? Ich finde das eben genau cool bei dem Haus. Aber das ist natürlich auch möglich, dass das Spiel das einfach nicht mag aus irgendeinem Grund. Weil ansonsten bemalt ist jetzt alles. Ich schnapp mir mal ein Dach. Wo haben wir das Dach? Und zwar dieses hier. Ne, falsch rum so. Okay, und dann hier. Immer noch mal raus. Das muss ich, glaube ich, mit Höhe machen. Sonst sehe ich wieder nicht, wo ich die Teile hinsetze. Also, das wäre dann mal hier in die Richtung. Das geht nicht, aber hier müsste es gehen. Aha, geht nicht. Hier geht's nicht, hier geht's. Auch interessant. Aber das ist wieder die falsche Richtung. Das müsste, wenn, dann so sein. Dann kriege ich hier kein Dach hin. Ja, und warum? Hier ist keine Zwischenwand, hier ist alles bemalt. Warum kriege ich jetzt hier wieder kein Dach mehr hin? Das ist schon ganz krass. Und da hinten, wie sieht es da aus mit Kollege Dach? Da geht's. Da muss ich wahrscheinlich, vielleicht, dass ich davor noch eins mache. Moment, ich zeige es gleich. Da wo, jetzt fahre ich wieder runter, da wo das Loch ist. Dass dort ein Dach hin müsste. Da hinten. Und erst dann kann ich das hier machen. Jetzt muss ich mir das Ganze nochmal ansehen. Wir brauchen dort hinten noch eins. Geht nicht. Genau, hier oben. Gut. Und jetzt, warum nicht das mal bemalen? Dann sehen wir auch, wo die Löcher sind. Habe ich das Gefühl. So. Dück. 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 Und nochmal. Dück. Okay. Hier ist auch in Ordnung. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, das Dach. Das hier ist wieder eher ein bisschen... Ja, weil da halt noch was fehlt. Genau. Deswegen gehen wir jetzt nochmal auf eine gewisse Höhe. Wenn ich dann schaffe. Gehe nochmal aufs Dach. Und jetzt müsste ich doch hier eigentlich wieder bauen können. Ne, da nicht. Aber hier. Genau, hier fehlt ja noch was. Dass das nicht geht. Das würde gehen. Das bringt uns aber nichts. Wenn dann so. Hier nochmal so. Dann wäre das abgeschlossen. Und da kriege ich hier kein Dach hin. Ich bin versucht. Ihr ahnt es? Nein, bemalen möchte ich noch. ich bin versucht, das ganze Ding dort wieder abzureißen. So. Ja, das ist halt auch Käse. Du kommst nochmal weg. Ist das... das war nicht das Abreißen, das war das Bemalen. Ich brauche den Hammer hier. So, gut. Also hier fehlt das Dach. Hier haben wir es. Und hier haben wir es so, wie es eigentlich passen würde. Jetzt wäre es natürlich ein leichtes, das hier einfach abzureißen. Die Tür haben wir ja hier. Wisst ihr was, wir machen das genauso. Ist zwar irgendwie schade, aber wenn ich jetzt hier kein Dach raufkriege, ich glaube, es ist wirklich cleverer. Wir reißen das ab und gucken, ob wir es dann so vermieten können. Ich kann ja nochmal ganz kurz gucken. Oh, so geht's. Okay, dann machen wir hier halt doch noch ein Dach. Gut, und das bemalen wir. Vielleicht geht es ja auch so. Und sonst reißen wir es halt ab. Also wir müssen hier wirklich irgendwie einfach eine Lösung hinkriegen. Passt das so? Ja. So, lass mich mal gucken. Vielleicht geht es auch nicht, weil das Geländer, das Gerüst noch hier steht. Das wäre auch nicht schlecht. So, wie sieht es jetzt aus? Lasset uns gucken.
nicht als befürchtet. Zustand des Hauses, also von der Fläche her überall okay. Das Haus passt denen immer noch nicht. Gut, dann, ja, Packer. Also nicht Packer, sondern Hammer. Zack, zack. Dann ist das Schild automatisch auch weg. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Jawohl, dann haben wir es. Hier, das kommt auch weg. Das ebenfalls. Jetzt habe ich, glaube ich, fast zu viel abgerissen. Ist aber okay. Nehmen das noch weg und das noch weg. Das Fundament muss noch weichen. Oder weicht das automatisch? Jawohl. Und jetzt brauchen wir hier wieder eine Wand. Da machen wir gleich mal ein Fenster hin, weil wir ja nette Leute sind. Wir machen ein Fenster rein, weil wir ja nette Leute sind. Zack. Wir malen das Ganze wieder. Bot. Okay. Ach, hier haben wir noch einen zweiten Stock. Gut, das macht so natürlich auch keinen Sinn. Aber wir das ist jetzt eine interessante Konstruktion. Die Hälfte des Hauses fehlt jetzt einfach. Aber ich guck mal. Beziehungsweise, nee, Moment, das muss ich auch nochmal neu hinmachen. Und man kommt als erstes gleich mal ins Bad rein. Da muss ich jetzt auch sagen, das wäre jetzt nicht so meins irgendwie. Geht nicht. Wo kriege ich dich hin? Warum geht denn das jetzt nicht? Jetzt kann ich das nicht mehr hinhängen. Wird das nicht mehr als Eingang erkannt? Hä, das ist ja irgendwie auch merkwürdig. Das ist doch einfach eine Tür. Hier kann man doch rein. Das ist doch irgendwie ein Eingang. Oder muss ich es halt genau drehen? Nee, hätte mich auch gewundert. Ja, aber das ist ja wohl das Letzte. Ich glaube, das Haus kriegen wir einfach nicht mehr weg. Na gut, jetzt machen wir noch Folgendes. Wir schnappen uns nochmal den Hammer. So, dann fehlt hier das Dach. Das werden wir auch noch kurz ändern. So, es ist schon. Jetzt steht das ein bisschen weit weg. Da komme ich nicht mehr hoch. Aber vielleicht kriege ich das Dach auch so einfach hin. Ja, müsste passen. Bat, bat. Wir malen. Also ich habe langsam das Gefühl, wir können hier machen, was wir wollen. Irgendwie, hier zieht nie einer ein. Beziehungsweise wir können es einfach nie vermieten. So, ist doch immer noch ein nettes Häuschen. Da fehlt natürlich jetzt der Weg, aber den, ich mache jetzt noch keinen Weg hierher, weil ich weiß nicht, ob wir hier jemals wieder, oder vielleicht irgendwie bauen wir wieder an. Und dann haben wir den Weg im Haus drin. Das ist natürlich auch nicht nötig. Man kommt auch in jedes Zimmer rein, das ist auch kein Problem. Gehen wir nochmal schauen. Das Dach müsste jetzt eigentlich ja wieder stimmen. Achso, ne, ich kann ja nicht schauen gehen, weil ich dieses blöde Ding nicht hinkriege. Das möchte hier nicht an die Wand dran. Das wird nicht mehr als Eingang erkannt, komischerweise. Machen wir das mal weg und machen die Tür nochmal hin. Okay, nochmal gucken. Nein, falsch. Hier war's. Ganz oben. Da ist es ja. Jetzt kriege ich das nicht mehr hier ran. Jetzt, wo es vielleicht ging, jetzt, wo wir hier umgebaut haben und tatsächlich noch mal ein bisschen Geld investiert haben, jetzt kriege ich dieses Rennschild nicht mehr hin. Also, ja, bitte, warum? Warum dies, warum das? Hier bei der Tür gehört das hin. Naja, gut. Ich denke, wir haben es versucht. Wenn ihr noch eine Idee habt, gerne in die Kommentare. Ich möchte das Haus gerne vermieten. Das gäbe nämlich noch mal zusätzlich ein bisschen Geld. Das wäre meine Idee. Apropos Geld, wir können hier noch mal abstauben. Machen wir natürlich auch. Und dann nähern wir uns nämlich tatsächlich dem Geld an. Was wir brauchen, wir sehen es oben, 39.000. Wir haben jetzt etwa 12.000, glaube ich, verdient. Seit ich mit der Aufnahme begonnen habe. Also von daher. Da ist noch ein Brett. Es ist immer ein Brett, das ich vergesse. Geld haben wir genommen. So, ich bin gespannt, wirklich. Oh, das ist hier aber eigentlich Käse, Jungs. Die bräuchten doch noch eine Matratze. Also so spendabel sind wir, auch wenn das vermietet ist und die eh bezahlen. Aber das würde ich da mal zum Service zählen. Nein, das ist die Lampe. Fast hätte ich mich am Licht vergriffen. Ich weiß, es könnte natürlich auch sein, dass dort Licht fehlt in dem Haus drin. Aber da muss das doch irgendwie geschrieben werden. Da muss das keine Ahnung, das muss irgendwie dem Bauenden zu vermitteln sein oder vermittelt werden. So, hier haben wir auch nochmal Geld. Dann sind wir tatsächlich bei 41.000. Dann sieht man, ja, dann werden wir in der nächsten Folge die 50.000 mit Sicherheit zusammenkriegen. Und da bin ich gespannt, was passiert. Wehe dem Spiel fällt ein, dass wir dann fertig sind.
Das wäre dann tatsächlich unlustig, weil ich möchte nachher, wenn wir König sind, natürlich dieses Schloss noch fertig bauen. Das wäre die Grundidee des Ganzen. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das Haus können wir vermieten, das haben wir vermietet. Aber unser Musterhäuschen, da kriege ich nicht mal mehr dieses Vorrentschild hin. Naja, so ist das Leben. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.